Nachdem die Noten von Henning in der Schule immer noch nicht besser geworden sind, wurden die Eltern zu einem Elterngespräch eingeladen. Das kommt alles von dieser Assi-Musik, Norbert. Ich verstehe nicht, warum du ihn noch dieses Hardstyle hören lässt. Bitte, er ist ein Teenager. Die hören nun mal Musik, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja, außergewöhnlich scheiße. Mir ist das so unangenehm, dass wir da jetzt zum Elterngespräch müssen. Ich weiß, Schatz. Du bist mir auch manchmal unangenehm. So, wir sind da. Ich freue mich sehr auf das Elterngespräch heute, weil dann kann ich meinen Lehrer und meine Eltern davon überzeugen, dass Hardstyle meine Welt ist. Hardstyle macht dumm. Und ich bin mir sicher, das wird der Lehrer auch gleich nochmal bestätigen. Nach einem kurzen Smalltalk erzählt der Lehrer, warum er die Eltern in die Schule eingeladen hat. Absolut so. Gut, ich würde dann das Gespräch jetzt langsam einmal auf Henning lenken. Machen Sie ruhig. Ich bin ja eh der Dumme in der Familie. Na, Henning, also so solltest du das wirklich nicht sagen. Also. Ich würde schon sagen, dass der Henning da vielleicht nicht ganz Unrecht hat, würde ich schon sagen. Britta! Ist doch so, Norbert. Der Henning ist in jedem Fach eine Note schlechter geworden. Und wenn er so weitermacht, dann wird er seinen Abschluss leider nicht schaffen. Ich brauche eh keinen Abschluss. Weil du Hardstyle-DJ werden möchtest. Ich weiß, Henning. Headhunters, Technoboy, Randy, Angerfist, haben die DJs einen Abschluss? Ja. Ja. Ja? Henning, wir wollen doch nur das Beste für dich. Und das ist... Hardstyle! Es ist doch schön, wenn du dich für Musik interessierst. Musik? Hardstyle ist keine Musik. Allerdings. Hardstyle ist eine Lebensweise. Auch das mag ja sein. Aber Schule ist nun mal auch sehr wichtig, Henning. Sieh Hardstyle doch mal mehr als eine Art Hobby oder sowas. Ein Hobby? Hardstyle ist doch kein Hobby. Hardstyle ist wie atmen. Wir alle müssen atmen. Wir alle brauchen Hardstyle. Hardstyle ist der Grund, warum wir auf der Welt sind. Hardstyle lebt und Hardstyle will never die! Fühlt ihr das denn nicht? Wenn du die Kotze meinst, die gerade in meinem Hals steckt, dann ja. Dann fühle ich es, Henning. Henning, wir machen uns langsam einfach wirklich Sorgen um dich. Du hörst ständig diese Hardstyle-Musik. Und das Ganze in einer Lautstärke, da wirkt einem ja Angst und Bange. Ich habe manchmal das Gefühl, du hörst mich gar nicht mehr richtig, weil du schon so ein Piepen im Ohr hast, weil das immer so laut ist. Wenn die Noten weiterhin so schlecht bleiben, dann verbieten wir dir, Hardstyle zu hören. Ha! Dass ich nicht lache! Das ist so, als ob ihr einem Herzen sagt, es soll aufhören zu schlagen! Ihr werdet mir Hardstyle niemals verbieten können! Ey, wie nice, dass du dabei bist! Viel zu schön, um's nicht zu teilen ohne dich! Klar, dass er hat sich wieder in meinen Spotify-Kein eingehakt. Henning, das ist deine letzte Chance. Wir können nur hoffen, dass du dich in der Öffentlichkeit gut benimmst, damit du vielleicht doch die Chance hast auf eine Ausbildung. Oh mein Gott, Leute, es ist kurz vor zwei. Meine Radiosendung wird ausgestrahlt. Du hast beim Radio angerufen? Radio Westküste, die besten Hits der 80er, 90er und der Hits von heute. Jetzt gibt's wieder eine neue Runde Wunsch-Songs der 80er. Wen habe ich in der Leitung? Hey Leute, ich bin Henning. Henning, du hörst dich ja noch ganz schön jung an. Ja, ich wünsche mir von Angerfist Pennywise. Aber Henning, wir sind in der 80er-Runde. Wie wär's denn, wenn du dir vor... Ich hasse die ganze Mainstream-Kacke. Mark Forster, Katy Perry und Andreas Burani können mich mal am Arsch lecken. Ich hasse dich und diese ganzen Radiosender wie die Pest. Spielt endlich was, was Herz hat. Etwas, was deinen Körper zum Beben bringt. Spielt endlich Hardstyle-Musik, ihr Ficker. Denn Hardstyle lebt und Hardstyle will never die. Geil. Ich glaube, das mit der Ausbildung hat sich gerade erledigt.